Menschen, heute kommt meine Rezension zu Austerlitz von W.G. Sebald. Ich hatte eigentlich nicht geplant dazu, ein eigenes Video zu machen, habe aber beim Lesen so viele Dinge notiert, auch nicht nur positive, dass ich jetzt doch lieber eine Einzelrezension dazu mache. Ich möchte hier tatsächlich anfangen, indem ich euch mal den Buchrücken vorlese. W.G. Sebald, einer der eigenwilligsten Schriftsteller unserer Zeit, erzählt die Geschichte eines Mannes, dem als Kind Sprache und Name geraubt wurden und der nun nicht mehr heimisch werden kann in dieser Welt. Und das klingt meiner Meinung nach großartig. Ich hatte sofort so furchtbare Assoziationen, habe auch so ein bisschen an Caspar Hauser gedacht. Ich dachte, der ist wirklich isoliert aufgewachsen. Falls er mit Menschen in Kontakt war, durften die vielleicht nicht mit ihm reden oder ihn als Individuum behandeln. Oder er ist vielleicht wirklich komplett abgeschottet von jeglicher Zivilisation aufgewachsen. Sowas habe ich gedacht. Und als es dann im Buch auch relativ zeitig zu der Stelle kommt, wo erzählt wird, wie er eben aufgewachsen ist und was das bedeuten soll, die Sprache und den Namen geraubt zu bekommen, da war das wirklich sehr unspektakulär. Und ich dachte mir, das ist es jetzt, das ist es, was ihn so einschneidend geprägt hat. Und das war schon der erste negative Ansatz für mich. Ich habe nicht so hundertprozentig nachempfinden können, wie das so einen furchtbaren Einfluss auf sein Leben haben konnte. Und das ist jetzt die inhaltliche Seite. Auf der formalen Ebene wird es für mich nicht so richtig besser. Meiner Meinung nach ist die Erzählweise unglaublich prätentiös. Ich möchte euch das an drei Dingen gerne zeigen. Das erste ist, es gibt in diesem Buch keine Absätze. Ich glaube, es kommen so zwei oder dreimal Sternchen vor, die eben komplett eine Leerzeile kommen lassen. Aber sonst ist das Ganze eben ein Brei, sage ich jetzt mal. Und meiner Meinung nach wäre das angebracht, wenn hier zum Beispiel ein Stream of Consciousness stattfindet. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt eindeutige Szenenwechsel, wo was Neues passiert, wo er sagt, okay, und jetzt passiert was anderes, jetzt gehen wir woanders hin, jetzt könnte man einen Absatz machen. Und es kommt mir halt so vor, als ob er das einfach nur absichtlich nicht macht, um auch ja nicht ein normales Buch zu schreiben, was jetzt auch noch mit zwei anderen Dingen kommt. Es gibt nämlich zum Beispiel auch keine An- und Ausführungszeichen. Und da wir ja als äußerste Ebene einen Ich-Erzähler haben, der eben diesen Austerlitz trifft, der wiederum auch in Ich-Erzählungen erzählt und manchmal davon erzählt, wie jemand erzählt, gehört zu haben, wird das halt alles so ein fließender Matsch. Und meiner Meinung nach kann es doch eigentlich nicht so schwierig sein, An- und Ausführungszeichen zu setzen. Und so kommt es halt ganz, ganz oft, dass wir so Formulierungen haben wie habe ich gehört, sagte X, sagte Austerlitz und ich schrieb es dann auf. Und jetzt bin ich so frei, dass dadurch, dass der Ich-Erzähler unglaublich blass erscheint und eigentlich seine einzige Funktion ist, Austerlitz-Erzählung wiederzugeben, würde ich den weglassen. Man kann doch einfach Austerlitz in Ich-Perspektive seine Geschichte erzählen lassen. Der Ich-Erzähler trägt nichts bei. Er dient halt einfach nur als Zuhörer. Und einige Rezensenten meinten, das dient nochmal extra dazu, Distanz zu schaffen und soll nochmal extra darauf vermerken, dass das Ganze eben nur vermittelt ist, dass der das also nicht aus erster Quelle hat. Und ja, das verstehe ich, ja, das tut es, aber könnte man das nicht trotzdem anders machen? Muss denn da der Ich-Erzähler noch da sein? Meiner Meinung nach eben leider nicht. Außerdem finde ich das auch etwas unrealistisch. Es gibt zum Beispiel einmal eine 20-jährige Kommunikationspause zwischen den beiden und als sie sich wieder treffen, beginnt Austerlitz sofort zu reden, ohne Hallo, ohne Smalltalk. Das ist halt so seine Besonderheit, wird gesagt. Und selbstverständlich merkt sich der Ich-Erzähler die 100-seitigen Monologe Austerlitz perfekt und schreibt die dann in sein Tagebuch. Meiner Meinung nach einfach den Erzähler weglassen. Es ist ja sowieso Austerlitz, der seine Geschichte erzählt und dann wäre das Ganze gebongt. Und das letzte Formale, was ich erwähnen möchte, ist die Länge der Sätze. Der längste Satz in diesem Buch geht über 9 Seiten. Und das wäre wahrscheinlich das Beste, um euch das mal als Beispiel vorzulesen. Ich möchte euch aber einen anderen vorlesen und möchte damit auch auf etwas hinaus. Also, Zitat. Den folgenden Morgen bin ich spät erwacht und lang nach dem Frühstück über den Zeitungen gesessen, in denen ich, neben den gewöhnlichen Nachrichten aus dem sogenannten Tages- und Weltgeschehen, auf eine Notiz stieß über einen einfachen Mann, der, nach dem Tod seiner von ihm während einer langen und schweren Krankheit mit der größten Hingabe umsorgten Frau, in eine so tiefe Trauer verfallen war, dass er den Entschluss fasste, sich selber das Leben zu nehmen. Und zwar vermittels einer eigenhändig von ihm in das Betongeviert der äußersten Kellerstiege seines Hauses in Halifax eingebauten Guillotine, die seinem Handwerker sind, nach gründlichen Erwägungen anderer Möglichkeiten, das verlässlichste Instrument zur Ausführung seines Vorhabens schien. Und tatsächlich hatte man ihm in einer solchen, wie es in dem kurzen Artikel hieß,
ungemein solid gebauten und bis ins kleinste sauber gearbeiteten Dekapitationsapparat, dessen schräges Fallbeil, wie weiter vermerkt war, kaum von zwei kräftigen Personen sich anheiben ließ, mit abgetrenntem Haupt schließlich liegen gefunden, die Zange, mit der er den Zugdraht durchschnitten hatte, noch in der erstarrten Hand. Und wie ihr jetzt wahrscheinlich gemerkt habt, es ist ja nicht schwierig, diesem Satz zu folgen, weil es ist relativ klar, was gesagt wird. Aber meiner Meinung nach ist da so viel Unnötiges drin. Also wie zum Beispiel, obwohl es am Anfang schon mal vermerkt ist, noch zweimal vermerkt wird, ja, ich lese das gerade in einem Artikel. Ja, das steht in diesem Artikel. Und so viele Wortgruppen, das ist auch während des ganzen Buches, in jedem Satz hat man das Gefühl, er stopft nochmal einen kleinen Nebensatz rein, der nichts aussagt, der die Handlung nicht vorantreibt, der auch nicht unbedingt eine schöne Sprache hat, oder das könnte ich ja vielleicht noch gelten lassen, aber der den Satz einfach nur aufbauschen soll. Mir kam es während des Lesens so oft vor, als ob der Autor einfach nur auf Teufel komm raus anders schreiben will als andere, keinen normalen Roman, immer ein bisschen was Besonderes, denn An- und Ausführungszeichen, das sind ja für normale Autoren und ich mache jetzt mal einen großen, langen Brei. Also auch hier war es so, dass einige Rezensenten gemeint haben, das soll die Entwurzelung des Protagonisten darstellen, dem ich widersprechen würde. Meiner Meinung nach, jemand, der entwurzelt ist, der macht keine neuen Seiten langen Sätze, sondern eher Bruchstückhaftes oder Ellipsen, sowas. Also das zählt für mich nicht. Ein letztes, was ich noch erwähnen will, sind die Bilder, die es in diesem Buch gibt. Manche waren durchaus sehr stimmungsvoll oder haben was zum Verständnis beigetragen, wenn zum Beispiel ein Grundriss einer Festung abgebildet war, sodass man tatsächlich besser verstehen konnte, wo der Protagonist gerade ist. Aber viel, viel öfter sind die Bilder halt auch extrem nichts sagen. Ich möchte euch zwei Beispiele geben. Einmal wird erwähnt, dass Auschwitz eben einen Rucksack trägt. Und dann ist da das Bild eines Rucksacks. Toll, danke, das hätte ich mir niemals vorstellen können ohne dieses Bild. Oder noch schlimmer, einmal ist Auschwitz bei jemandem, der einen Billardtisch hat. Und dann sind da zwei Billardkugeln abgebildet. Also ich verstehe das vollkommen, dass Auschwitz das vielleicht für sich braucht. Dass der das, um seine Erinnerungen zu stärken, fotografiert. Aber das könnte man meiner Meinung nach erwähnen, denn für den Leser tun diese Bilder überhaupt nichts. Also allgemein muss ich sagen, dass mir die Motive wie Erinnerung, Herkunft, ob es überhaupt so etwas wie eine objektive Aufarbeitung von Geschichte geben kann oder auch so das kollektive Gedächtnis versus ein Einzelschicksal, auch die Sprachlosigkeit, die manchmal durch geschichtliche Ereignisse entstehen, dass mir das viel, viel besser gefallen hat als die eigentliche Geschichte. Und erst recht als die Erzählweise. Die meisten Rezensionen, die ich so in Zeitungen gefunden habe, waren durchaus positiv. Das heißt, falls das interessant für euch klingt, könnt ihr gerne reinschauen. Also ich finde das definitiv nicht so ein Hassbuch wie Moby Dick. Aber letztlich war es mir halt, ja, prätentiös trifft dieses Buch für mich unglaublich gut. Also auf Teufel komm raus anders sein wollen als andere Romanautoren. Übrigens, falls ihr das Buch irgendwann lesen wollt, lest euch bitte vorher keine einzige der Rezensionen durch, die verraten alles. Also alles, was ich jetzt ausgelassen habe, ich habe euch ja eigentlich nur ein Buch irgendwo vorgelesen. Und das ist auch besser so, denn man geht ja eigentlich so rein wie Austerlitz. Er weiß nichts von seiner Herkunft erstmal. Er weiß nicht so richtig, was los ist, wie er da hingekommen ist, wo er jetzt ist. Und die Rezensionen verraten alles. Ja. Also ein Buch, was interessante Gedanken hervorruft, aber nicht unbedingt angenehm zu lesen war. Und auch nicht in einem Sinne, wo man da jetzt vielleicht sagen könnte, das ist nicht angenehm zu lesen, weil es zum Inhalt passt, sondern meiner Meinung nach tut es das eben nicht. Also ich bin sowieso eigentlich ein großer Fan davon, wie sich Romane jetzt etabliert haben. Ich mag An- und Ausführungszeichen, ich mag Absätze und das ist vielleicht einfach nur eine persönliche Einstellung, wer weiß. Also, falls ihr interessiert seid, schreibt mal warum, ob euch das abstößt, ob ihr das interessant findet, welche Bücher so ähnlich vielleicht sind, obwohl ich wahrscheinlich erstmal nichts in die Richtung lesen werde, mal schauen. Aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Also bei fast allen Bildern dachte ich mir so, oh Gott, das kann doch jetzt nicht wahr sein.